Theoretisch würde ich dann halt auch jetzt schon hier reingehen. Ja, geht. Ich gucke erstmal, ob wir Scherben kriegen. Hier sind noch keine Scherben, hier können sie durch. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob das der Haupteingang war. Hier sind solche Lagerräume. Die sind mehrmals. Vorsicht, Ebi. Durch die Tür hier kommen wir, glaube ich, nicht. Da kommen wir dann doch. Also wir könnten jetzt einmal hier durch oder einmal drüben hoch. Ja. Ist die sogar offen. Hier sind halt so einzelne Toiletten. Okay. Gruselig. Ja, machen wir nicht. Und hier ist so ein einzelner Partyraum. Ne? Ich denke mal, dass du das halt einzeln mieten konntest. Das ist eigentlich auch nicht verkehrt, ne? Hier mit so ein bisschen einer Bar. Hier sind die Fenster eingeschlagen. Ja. Ja, also da gehst du mit denen nicht rein wegen Schäm. Das ist das, was wir von außen gesehen haben. Filme ich euch noch. Hier so ein bisschen Tresen. Das war bestimmt so Party-Raum. Ja. Und jetzt weiß ich nicht, ob wir da zurückgehen wollen und den Haupteingang vorne hoch oder ob wir hier hoch wollen, weil hier kommt nichts mehr im Keller. Und hier wird mir jetzt in die zweite Etage, wo die andere Treppe drüben halt parallel verläuft. Hier guck mal. Also hier kannst du noch bedenkenlos lang. Und hier ist dann so ein allgemeiner Raum, gell? Wo sie halt so Aufenthaltsraum haben. Und hier drüben in dem Raum, da finde ich halt, da merkst du dann halt, dass hier auch nicht mehr geheizt und nicht mehr gelüftet wurde. Na, warte mal, da ist abgeschlossen. Da ist dann halt auch richtig, dass sich so der Boden schon hebt. Das ist eigentlich typisch für so Räume, wo halt nicht mehr gelüftet wird. Hey, bei der Tür. Und hier auch überall der Boden schon hochgekommen. Aber alles wie so Partyräume, gell? Ja, das Holzfußboden, der sich übelst ausdehnt und zusammenzieht, dann jedes Mal über den Sommer und über den Winter. Ja. Wenn es hier im Winter nicht geheizt wird, wird es kalt. Genau. Dann wird es im Sommer wieder heiß und dann Bildet er auf. Von daher ist es auch manchmal vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir hier die Fenster so einwerfen, weil dann ist wenigstens nochmal Luft. Und jetzt könnten wir einmal hier drüben durch. Ah, da draußen nähern sich natürlich Autos. Alles, ne? Ja. Hier, das war der Empfang. Hier klingeln. Achtung, da ist irgendwas da. Das dürfte nicht, ihr zwei. Hier, Bionade. Hier drüben ist die Küche, ne? Was? Hier, ne? Also hier geht es dann zur Küche rüberwärts. Und hier haben sie halt so ein, wo die Sicherungen sind. Und hier waren dann auch Spiele zum Ausleihen, sowas, ne? Und ein Löffel. Okay. Und Herr Udin. Und hier wären wir eigentlich hochgekommen, wenn wir von der Mitte gekommen wären. Also wären wir vorhin gerade, wären wir hier hochgekommen. Ja. Und hier drüben hochwärts ist nochmal eine einzelne Wohnung, ne? Aber da gibt es nicht viel zu sehen. Okay. Und über die Treppe hier kommst du zum Dach, aber es ist jetzt zu gefährlich, weil es ist halt einfach mal glatt, ne? Und hier wieder so Toiletten und sowas, ne? Hier hochwärts. Und drüben vorwärts war noch eine einzelne Wohnung. Aber da, also da wird man reinkommen. Aber da gibt es nicht so viel zu sehen. Wenn wir hier durch den Gang, müssen wir jetzt halt gucken wegen Scherben. Und da kommt das nächste Gebäude, das war dann das Gebäude, wo sie halt geschlafen haben. Naja, richtiger Kamin. Und wir gehen jetzt aber hier nach oben. Und da hast du dann, also hier ist dann aufgeteilt, hier geht's noch, ne? Da hast du halt immer dieselben Räumlichkeiten, ne? Hast einmal die Zimmer nach dort,
rechten hast du einmal die Zimmer nach hier drüben. Hier haben sie wieder Türen ausgehangen. Ja, ist immer nicht schön. Ja, ja. Und das finde ich ja genial, ne? Du hast halt hier die Dinger, wo du deine Sachen reingetan hast. Und hast das dann halt nicht im Zimmer noch gehabt. Optisch ist das dann halt. Nee, ja, jetzt ist das ja freilich nicht mehr gepflegt. Für die gute Kleine. Echt jetzt, ja? Katzen oder Hunde sind irgendwelche Viecher drin sogar. Okay. Die schlafen hier. Und viele Zimmer, gell? Viele Zimmer, ja. Gell? Und drüben ja nochmal. Also es ist immer so dasselbe in dem Zimmer. So, hier Vorsicht. Oder wollen wir hier drehen? Was ist das? Eis. Eis nur, ja? Ja. Ja. Und da sind Klobürste und auch die Nervenklobürste. Hier ist sogar nochmal Toilette. So, also wie gesagt, hier ist halt noch diese einzelne Wohnung. Aber das ist jetzt auch nicht so dolle interessant. Tinder nochmal. Toilette, Wanne. Ich komme aber nicht an der Dings vorbei. Und die ganz Wilden gehen ja über die Leiter hier noch hoch, aber das wäre mir zu glatt. Versucht das mal bestmöglich drauf zu kriegen. Und jetzt halt die Sonne gegen uns. Ne? Das ist jetzt die eine Front. Da gehe ich nochmal rüber und mache den Rest dann nochmal. So, jetzt dürfte man es nochmal etwas besser sehen. Hier ist so ein Fahnenmast. Und da wurde irgendwie, da hat einer im Internet geschrieben, hier standen auch irgendwie solche Metallfiguren. Und das hätte aber noch der Bürgermeister oder jemand gerettet. Der Haupteingang. Also waren wir ja doch durch irgendeinen Lieferanteneingang gelaufen. Gell? Haupteingang hier. Obwohl man von eigentlich auf das andere drauf zuläuft. Und durch die Brücke sind wir ja gelaufen. Ist das dann hier das Betten- oder Schlafhaus? Ja? Welcher Aufzug denn? Ein Aufzug hinten, Kerl, der hat 100 Kilo, tragbar bis 100 Kilo. Vielleicht irgendwie für Essen oder so? Für die Wäsche. Oder Wäsche, ja. Aber hier ist auch nichts los, ne? 2013 haben sie geschlossen. Also jetzt das 8. Jahr leer. Ja. Ja, mein Arbeitskollege hat auch gemeint, du musst ja 10 Jahre. Ja. Dort oben ist dann auch der Schornstein von dem Kamin, gell? Den wir drinnen gesehen haben. Jetzt hoffe ich, dass die GoPro auch alles schön gespeichert hat. Wasserhydrant. Jo, dann war es das erstmal in dem Video. Wir freuen uns immer über Daumen nach oben. Dabei waren Fabi und Sophie und Odin und Abby. Und ja, wenn es nicht gefallen hat, dann haut einfach die Kritik in die Kommentare raus.